Ja, dann begrüße ich Sie auch nochmal ganz herzlich. Wir werden heute vier Fragen mit Ihnen klären. Einerseits, was ist das Deutschlandstipendium? Das zweite, wer kann sich darauf bewerben? Wie kann man sich bewerben? Das wird meine Kollegin Frau Schrath übernehmen. Und das vierte ist, wie werden die Stipendiatinnen ausgewählt? Dann starte ich mal damit, was das Deutschlandstipendium ist. Das Stipendienprogramm ist ein Programm des Bundes, seit 2011 existent. Und es gibt zwei verschiedene Gesetzgebungen, denen wir da auch unterliegen. Das eine ist das Gesetz zur Schaffung eines nationalen Stipendienprogrammes und das andere die Verordnung zur Durchführung des Stipendiengesetzes. Und wir haben eine Vergabeverfahrensregelung erlassen an der JLU Gießen, die auf diesen beiden Gesetzen basiert. Das Leistungsstipendium umfasst 300 Euro im Monat. 150 Euro kommen von den Fördernden und 150 Euro werden vom Bund aufgestockt. Das heißt, insgesamt erhalten die Stipendiatinnen 1.800 Euro im Jahr und diese sind einkommens- und BAföG-unabhängig. Ziel ist es, begabte und leistungsstarke und sozial engagierte Studierende zu fördern. Und an der JLU werden diese Stipendien jährlich neu ausgeschrieben, jeweils zum Wintersemester und gelten dann für ein Jahr. In 2011, als das Ganze gestartet ist, hatte die JLU 23 Stipendien. Mittlerweile im letzten Wintersemester waren es 84. Und die Fördernden setzen sich aus unterschiedlichen Bereichen zusammen. Wir haben Stiftungen, Banken, Förderkreise, kleine Unternehmen und Privatpersonen oder auch anonyme Stifter. Und die Stipendien werden jährlich vergeben, da sich die Anzahl der Stipendien immer auch ein bisschen verändert, je nachdem, wie viele Fördernde wir bekommen. Und dadurch ist auch eine gewisse Chancengleichheit gegeben. Das heißt, andere Universitäten handhaben das anders, aber bei uns ist es jährlich die Vergabe. Dann komme ich zu der Frage, für wen ist das Deutschlandstipendium bzw. wer kann sich bewerben? Da gibt es unterschiedliche Gruppen. Das eine sind die bereits eingeschriebenen Studierenden an der JLU. Andere sind die Studienanfängerinnen und Anfänger zum Wintersemester, die ein Studium aufnehmen möchten. Wenn Sie sich da im Bewerbungsverfahren befinden, das heißt noch keine Zusage haben zum Studiengang, dann können Sie sich auch unter Vorbehalt der Immatrikulation bewerben. Des Weiteren haben wir Studierende in Master- und Zweitstudium. Das heißt, dort ist das wichtige Kriterium, dass sie in der Regelstudienzeit sich befinden. Und Studierende im Zweitstudium haben die Wahl, ob sie entweder ihre Hochschulzugangsberechtigung einreichen oder aber ihr Bachelorzeugnis. Das Stipendium ist nicht für Promotionsstudierende und wichtig ist immer die Regelstudienzeit des jeweiligen Studiengangs, das heißt Regelstudienzeit gleich jeweiliges Fachsemester, das heißt wie lange dauert der Studiengang, wie viele Fachsemester umfasst er und Sie müssen sich in der Regelstudienzeit befinden, um sich bewerben zu können. Dann macht meine Kollegin weiter mit, wann und wie kann man sich bewerben? So, hallo auch nochmal von mir. Wir schauen uns gleich nochmal an, wie der Bewerbungsprozess im Detail verläuft. Ich sage jetzt mal nur ganz kurz was. Bewerben kann man sich immer im Sommer, also vor dem Wintersemester, wo die Förderung anfängt, bewirbt man sich auf dieses Stipendium. In der Regel immer im Juli und August. Die Bewerbungsfrist startet meistens zum 1. Juli. Das kann ein paar Tage variieren, kann auch ein bisschen später starten, aber im Großen und Ganzen läuft sie dann halt für 6 Wochen. Spätester Bewerbungszeitpunkt ist immer der 31. August. Also darüber hinaus wird es keine Bewerbungen mehr geben können. Also wenn wir uns ein bisschen später mit der Bewerbung anfangen, dann verlängert sich das nach hinten maximal bis zum 31. August. Die Bewerbung erfolgt online und das werden wir uns jetzt mal gerade ein bisschen anschauen. Auch unsere Homepage, auf der Sie alle Informationen finden können. So, schauen wir uns doch mal die Homepage an. Wir befinden uns hier jetzt mal auf der Startseite unserer Homepage, da finden Sie alle Informationen.
Die ist im Großen und Ganzen auf drei Blöcke unterteilt. Die allgemeinen Informationen finden Sie hier. Das sind so Sachen wie, was ist das Deutschlandstipendium, worauf basiert das Deutschlandstipendium? Dann gibt es den Bereich für die Förderer. Das ist natürlich für Studierende nicht ganz so interessant. Ich kann aber mal kurz reinschauen. Da finden dann halt auch die Förderer, was das Stipendium für Sie attraktiv machen könnte. Unter anderem auch, wie Sie uns unterstützen können. Und genau, allgemeine Informationen schaue ich noch mal kurz rein. Sehr schön. Und dann gibt es den Bereich, der spannendste wahrscheinlich ist, gerade für die Bewerbung, nämlich der Bereich für Studierende. Und hier finden Sie eigentlich alles, was Sie für den Bewerbungsprozess brauchen, für die Voraussetzungen, die anfallen, um sich bewerben zu können und auch die Verlinkung auf ein FAQ, die Termine und Fristen. Ich gehe jetzt hier auf das Online-Bewerbungsformular gleich nochmal ein und schaue mir jetzt gerade kurz diese Seite hier an. Die ist selbstverständlich jetzt online im Browser ein wenig anders aussehend, aber wenn Sie da auf mobilen Endgeräten unterwegs sind, scrollen Sie einfach bis zum Ende. Das ist dann alles untereinander und nicht nebeneinander. Genau, unsere Kontaktdaten finden Sie eigentlich auf jeder Seite. Ganz oben meistens, also wenn Sie dann in mobilen Endgeräten unterwegs sind, sind wir eigentlich immer ganz oben der erste Punkt mit den Kontaktdaten. Das Bewerbungsverfahren ist, hatte Frau Löhmann schon gesagt, jährlich. Ich klicke mal kurz drauf. Hier sehen Sie dann nochmal den ganzen Bewerbungsverlauf von der Online-Bewerbung, was und wie sie verläuft, zu welche Voraussetzungen sie brauchen. Stolpersteine sind oft, welche Leistungsnachweise verlangt sind in der Bewerbung. Schauen wir uns das mal kurz an. Hier finden Sie dann je nach Gruppe, die Sie erfüllen, also sind Sie Studienanfänger, brauchen Sie andere Leistungsnachweise, als wenn Sie jetzt Zweitstudiumsstudent sind oder im Studierendenverlauf. Gehe ich gleich auch nochmal drauf ein, wenn wir das Bewerbungsformular kurz anschauen. Sie finden aber auf dieser Seite, und das finde ich ist der spannende Bereich, auch eine Anleitung zur Bewerbung, die er hoffentlich öffnet. Perfekt. Hier finden Sie das alles nochmal auf einer Seite zusammengefasst, was Sie brauchen und das, was für Sie vielleicht als in der Bewerbung interessant ist, wenn Sie dann sich diesen Teil angucken, das ist ungefähr das, was aus dem Bewerbungsformular gezogen wird, damit sich die Kommission einen Einblick in ihre Bewerbung machen kann. So, schauen wir doch mal kurz in das Bewerbungsformular. Was ist denn? Das ist unser Bewerbungsformular. Sieht viel und kompliziert aus und ein bisschen chaotisch vielleicht auch, aber ist eigentlich ganz selbsterklärend. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass Sie die Hinweise hier oben im Blick behalten, denn da sind unsere, wenn es technische Probleme gibt, beantworten diese Hinweisboxen oftmals, was dann vielleicht der Fehler sein könnte. Und bevor Sie dann irgendwie uns natürlich kontaktieren, versuchen Sie es erst einmal hiermit. Im Endeffekt fragen wir Sie sehr viel ab. unter anderem natürlich Ihre Angaben zu Ihrer Person. Das ist, brauchen wir ja, sonst können wir Sie nicht kontaktieren. Diese kleinen Pünktchen sind die Pflichtfelder. Alles, was rot markiert ist, muss ausgefüllt werden, anders wird es sonst nicht abgeschickt. Falls Sie das aber vergessen haben, dann springt das Formular automatisch dahin und sagt, Sie haben ja vergessen, was anzugeben. Genau, und dann fragen wir Sie auch, ob Sie matrikuliert sind oder nicht. Das ist eigentlich auch recht selbsterklärend. Dann wählen Sie Ihren Studiengang aus. Es ist eine Menge Scrollen und eine Menge Informationen, die Sie lesen müssen. Und uns geht es darum, dass wenn Sie sozusagen im ersten Semester sind oder auch im höheren Semester, dass Sie in der Bewerbung angeben, in welchem Semester Sie sich befinden zum Wintersemester. Also nicht in dem Sie sich jetzt bewerben, das ist ja das Sommersemester, sondern welches Fachsemester und Hochschulsemester Sie im Wintersemester ablegen oder belegen werden. Ein großer Stolperstein bei der Bewerbung ist oftmals, dass sich nicht an die Zeichenzahl in den Freitextfeldern gehalten wird. Und die finden Sie hier noch Kontaktdaten, eindeutig, Bankdaten auch eindeutig. Die finden Sie in den späteren Angaben, nämlich beispielsweise hier. Da haben wir dann immer unter diesen kleinen Freitextfeldern auch die maximale Zeichenanzahl. Zeichenanzahl bedeutet inklusive Leerzeichen, Punkt, Komma etc. Also packen Sie es in Word oder sonst wo. Lassen Sie es einmal durchzählen und dann sollte das kein Problem sein. Genau, was auch gestolpert oder oftmals vergessen wird, ist,
dieser Punkt, die Leistungsnachweise, das finden Sie in dieser Anleitung zur Bewerbung auch nochmal. Aber hier suchen Sie sich natürlich nur einen Punkt aus. Sie sind entweder 6.1, 6.2 oder 6.3 und nicht alle drei. Und da sehen Sie diesen kleinen, roten, wunderschönen Punkt. Auch wenn Sie 6.1 und 6.2 ausgefüllt haben, das ist eine technische Besonderheit, müssen Sie leider hier auch diesen Haken setzen, selbst wenn Sie keine Leistungen schon bei uns im System haben. Das ist nun mal so. Dieser Punkt fragt für die Immatrikulierten nämlich ab, oder erlaubt uns als Administratoren, dass wir die Leistungen der bereits immatrikulierten Studierenden ab dem zweiten Semester automatisch abrufen können. Und dann müssen Sie als bereits Immatrikulierter im höheren Semester nichts mehr einreichen. Genau, und dann folgen hier die Besonderheiten, die meine Kollegin gleich noch mal kurz eingehen wird, die Sie hier angeben. Da sind wieder diese Freitextfelder. Das sind unterschiedliche Zeichenzahlen, mal 2000, mal 500, mal 3000. Da müsste man tatsächlich ein bisschen drauf achten. Ist aber sonst sehr selbsterklärend. Diese kleinen, wundervollen Hinweisschriften hier unten in hellgrau, das hilft Ihnen, sind so diese Erklärungstexte zu den Feldern und zu den einzelnen Angaben. Und da finden Sie auch oftmals, wie Sie im Idealfall die Dateien benennen, damit wir sie auch direkt zuordnen können. Wenn Sie diese vielen, vielen Felder ausgefüllt haben, finden Sie unten noch ein paar Hinweise und natürlich den Datenschutz. Und am Ende der Bewerbung klicken Sie einfach nur auf Absenden und dann erhalten Sie eine kleine, wundervolle Bestätigung, wo Ihnen alle Ihre Daten nochmal aufgeführt sind. Sie erhalten eine E-Mail auch an die E-Mail-Adresse, die Sie angeben. Und wir dann Ihre Bewerbung, und damit ist das Prozedere für die Bewerbung in der Regel abgeschlossen. Das war es eigentlich für den Bewerbungsprozess. Ich weise noch darauf hin, hier gibt es noch, wenn Sie auf die mehr Interesse für mehr Informationen zum Deutschlandstipendium haben, die halt nicht auf unserer Seite abgedeckt sind, können Sie natürlich nochmal auf die Seite des Bundes gehen. Aber Sie finden bei uns im FAQ eigentlich alles, was Ihre Fragen zum Bewerbungsprozess, zu den Inhalten beantworten sollte. Jetzt aber nochmal zur Auswahl. Also nachdem Sie Ihre Bewerbung so eingereicht haben, geht es ja darum, wie werden Sie ausgewählt. Da gibt es Primärauswahlkriterien und Sekundärauswahlkriterien. Wir haben ja eben schon von einem Leistungsstipendium gesprochen. Das heißt, es geht vor allen Dingen primär darum, herausragende Studien- oder Schulleistungen abzufragen. Das ist zum Beispiel die Hochschulzugangsberechtigung bei Studienanfängern, das Bachelorzeugnis bei angehenden Masterstudierenden oder der FlexNow-Auszug bei allen Studierenden, die sich bereits ab dem zweiten Semester sozusagen an der JTU befinden. Darüber hinaus sind aber auch noch weitere Auswahlkriterien von Interesse für die Kommission, und zwar besonderes soziales Engagement oder besondere Erfolge sowie persönliche oder familiäre Umstände. Um das kurz einzuordnen, es könnte ja sein, dass Sie ehrenamtlich engagiert sind im sozialen oder öffentlichen Leben. Es könnte aber auch sein, dass Sie zum Beispiel besondere Erfolge oder Auszeichnungen erhalten haben, wie beispielsweise eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein Abitur mit Auszeichnung oder Preise für besondere Leistungen in der Chemie oder Sonstiges. Also das könnte alles unter besondere Erfolge geführt werden. Und dann gibt es noch die persönlichen Umstände. Das heißt, hier könnte es sein, dass Sie von Krankheit oder von pflegebedürftigen Familienangehörigen betroffen sind oder auch Kinder haben. Das heißt, diese Aspekte werden auch abgefragt und in der Bewerbung berücksichtigt. Über die Bewerbung, das hatten wir jetzt an einigen Stellen schon angedeutet, entscheidet eine Auswahlkommission. Das heißt, die tagt immer Ende Oktober, Anfang November und sichtet diese ganzen Bewerbungen und entscheidet dann, wer die Stipendien erhält. Und Mitte November erfolgt dann in der Regel die Versendung der Bescheide. Das heißt, dann wüssten Sie, ob Sie das Stipendium erhalten haben oder nicht. Und dann wäre auch die erste Auszahlung fällig. Wichtig ist auch noch, dass wir auch eine Vergabefeier jeweils planen. Das heißt, es gibt eine Vergabefeier meistens im Frühjahr des Folgejahres. Da geht es darum, diese Urkunden des Stipendiums feierlich zu übergeben, sowie dass die Stipendiatinnen und Stipendiaten auch ihre Förderer kennenlernen, sei denn diese sind anonym. Soweit von unserer Seite. Vielen Dank erstmal, und jetzt ist die Möglichkeit, Fragen zu stellen.